Ich teile heute meine aktuelle Make-up-Wishlist mit euch. Die erste Sache, die drauf stand, wurde mir vor ein paar Tagen erfüllt, und zwar der Bronzer von Chanel. Der war so schwer zu bekommen, aber ich habe ihn jetzt. Das heißt, den kann ich schon mal streichen. Dann brauche ich unbedingt ein neues Puder und ich will unbedingt das von Huda Beauty ausprobieren. Einmal in der Farbe Pound Cake und einmal in der Farbe Cherry Blossom. Lohnen die sich? Und wenn ja, welche Farbe findet ihr besser? Dann will ich noch unbedingt den Concealer von Too Faced ausprobieren. Meine Freundin hat den und ihre Haut sieht damit einfach nur flawless aus und deswegen brauche ich den. Ich bin eigentlich schon zufrieden mit meinem aktuellen von Tarte, aber man weiß ja nie, ob man da irgendwas Besseres noch finden kann. Meine Haare sind einfach extrem platt geworden durch diese Spangen. Wow, danke für nix. Das nächste Produkt weiß ich gar nicht, ob es zu Make-up gehört, aber ich will auf jeden Fall von Rode diese Lip Balms haben. Als ich die kaufen wollte, waren natürlich alle ausverkauft und ich habe jetzt auch länger nicht mehr geguckt, aber die will ich auf jeden Fall ausprobieren. Wahrscheinlich werde ich es bereuen, weil so ein hoher Preis für eine Lippenpflege weiß ich ja nicht, aber ich will sie trotzdem haben. Und das letzte Produkt ist zwar kein Make-up-Produkt, aber ich will mir unbedingt das Haaröl von Kerastase kaufen. Ich habe so viel Gutes davon gehört. Ich sehe das die ganze Zeit überall. Ich habe euch gefragt, auch ihr habt mir gesagt, dass es richtig krass sein soll. Deswegen, ich glaube, das ist auf jeden Fall das nächste Haaröl, was ich mir kaufen werde.